So, geht das hier? Läuft. So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir zwei Maschinen abholen, da freue ich mich schon tierisch drauf. Die habe ich schon super, super lange. Heute werde ich sie abholen mit dem Vater. Ich habe sie die ganze Zeit beim Kollegen untergelagert, weil ich keinen Platz hatte. Habe aber jetzt ein bisschen aufgeräumt, deswegen habe ich jetzt wieder Platz. Durch mich schon gehen. Ah, jo. Das ist wichtig. Hier, die geile Tasse gibt es übrigens bei konterholz.de. Da gibt's auch, schaut es euch einfach nur mal an, ihr braucht ja nicht die Tassen zu kaufen. Lest euch einfach nur die Story durch. Da gibt es mich zu diesen beiden Tassen eine Story. Das ist richtig cool. Spanngurte. Jo, und halt die kleineren, ne? Die können wir zusätzlich dann noch dran machen. 2,18, also für meine Zieger. Ich habe da hier noch Abzugrohre. Die werde ich jetzt dem Kollegen schenken, wo wir auch die Maschinen abholen werden. Ich brauche sie halt eben nicht mehr. Deswegen kommen die jetzt hier raus. Zum Glück habe ich hier alles umgeräumt, sodass ich gar nicht mehr an die Absaugrohre rankomme. Warte, ich schlafe die immer am besten zusammen raus. Die sind ein bisschen ingebaut. Die wird schon immer ingestellt. Ja. Aber das ist tatsächlich der Platz spannend. Keiner Platz, wenn du einfach so hinstellst. Nur viel. Was? Soll ich gerade Spannband holen? Weil jemand so drauf Spannband. Gehen wir direkt hier zusammen. Ja, das ist glaube ich der Louis. Das andere ist glaube ich der Charlie. Ich weiß aber. Der lacht sich auch hämeln, ne? Ich habe da was Neues dabei, das ist so ein Gurtaufwickler, den werden wir jetzt mal ausprobieren. Ja, das Ding ist super. Ja. Das war nicht so schön, aber... Längsdruckstelle wäre eigentlich besser, dann kannst du nicht so viel kippeln, wenn wir die runterschieben, weil die kippelt nämlich. Muss mal langsam machen, wir gehen schon nicht längs. Wird nicht gehen. Bier ist im Mund. Aber wenn Sebastian raus ist, muss ich mal nicht auf die gefühlvoll, der was macht, ne? Ja. Weil die Store ist auch schwer. Und egal. Sus, fahr da so rein. So. Und ein klitzekleiner Zeitsprung, denn gerade hat jemand noch was abgeholt. Und der Vater, der hat einfach beide Maschinen ganz allein abgeladen. Ganz, ganz abgefahren. Ich zeige euch einmal kurz, wo die Maschinen jetzt stehen. Also, hier ist die Fräse. Wir haben ja gerade ausprobiert, die läuft auch mit normalen Sicherungen, also ohne Trägesicherung. Fräse läuft, das wusste ich aber auch tatsächlich. Hier der Zweitmotor läuft, weil wir haben hier noch ein Kappsägenaggregat. Und jetzt, das ist ganz abgefahren. Geht immer.
hier die Abrichte. Die läuft auch. Aber da muss die komplette Elektrik auf jeden Fall neu, weil es sonst ziemlich heiß. Hier. Abrichtig. Die komplette andere Hobelmaschine. Die hat 40 cm Hobelbreite und allein hier der Anschlag, das ist halt cool. Ist ziemlich stabil gebaut. Stern Dreieck hat die. Aber ihr seht, ne, das hier ist alles absolute Katastrophe. Das wird alles neu gemacht. Neue Schalter, neue Verkabelungen, neue Hauptschalter, dass man die halt vom Stromnetz trennen kann. Das hier geht alles ein bisschen schwer. Das heißt, das hier sind so Dinge, die euch in Zukunft erwarten werden, dass wir das hier alles mal auseinanderbauen. Ganz wichtig, ein paar Leute werden bestimmt schon das sehen wollen. Natürlich haben wir hier keine Klappenmesserwelle, sondern eine Keilmesserwelle. Das heißt, die können bei richtiger Montage, die fliegen nicht raus, weil die gekeilt werden. Keine Klappenmesserwelle. Das war mir aber auch bewusst, das war ein Kaufgrund für mich, als ich es damals gekauft habe. Vier Messer, massiv. Das hier wird neu gemacht, weil das hier, ja, das ist scheiße. Oleg. Alter, endlich habe ich so Kram. Vater, wie lange wollte ich so Kram, Hans? Ja, schon seit Jahren, ne? Ja, ja, ja. Wir haben ja vor 4 Tagen zehnjähriges Jubiläum bei YouTube. Ui. Katastrophe, ne? Mann. Ich werde langsam alt. Ja, ich auch. Alter, geil. So. Hast du alt für den Scheiß, ne? Ja, ja. Geil, endlich habe ich sowas. Wir haben die auch eigentlich heute nur abgeholt. Damit ich endlich dahinter den blöde Vorschubapparat, den ich auch vor einem halben Jahr kaufen, dass ich den endlich montieren kann. Das ist der einzige Grund, warum wir das uns jetzt angetan haben, dass die Maschine jetzt hier hinten steht. Was da jetzt halt natürlich jetzt auch noch folgen wird, ist die entsprechende Absaugung. Das heißt, die läuft da weiter, läuft darüber. Für die Kursteilnehmer, da wird auch noch eine entsprechende Absaugung halt eben montiert. Bei der Tischfräse gibt es noch zu erwähnen, die hat einen Seitenausleger. Wahrscheinlich wird die um 90 Grad gedreht. Boah, also ihr merkt, ich freue mich mega. Vater, wie soll man das Video beenden? Sollen wir zusammen Tschüss sagen? Ja. Du musst sagen, da unten sind noch 2 weitere Videos. Da unten sind noch 2 weitere Videos. Auf jeden Fall klicke und Daumen hoch. Ne? Und abonniere. Ne? Und abonniere natürlich. Jawohl. Ja, das soll es heute gewesen sein. Wenn ihr nochmal sowas sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich denke, das ist ganz witzig, ne? Denke ich schon. Boah, Alter, geil. Endlich habe ich so Kram. Ja. Schon wieder Geld ausgeben, ne? Ja. Aber zum Glück vor einem Jahr. Ciao, ciao.